Hallo, ich bin die Viola Livera und ich bin Schauspielerin und leite hier in Hamburg die freie Theatergruppe Die Delikate. Na, eigentlich schon eine ganze Weile. Mein 20-jähriges Bühnenjubiläum habe ich bestimmt verpasst. Mein 30. habe ich auch verpasst. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Aber es wäre eigentlich bald mal wieder ein Grund zu feiern. Ja, da kann ich natürlich viele Geschichten erzählen. Ich könnte zum Beispiel auch anfangen schon im Mutterleib, ja, mit Boxen mit meiner Mutter zusammen. Aber ich will eigentlich anfangen, könnte auch von meinem ersten Theatererlebnis anfangen und dieses magische Aha-Erlebnis. Wow, das fing dann in der Schule an, die erste Schultheateraufführung. Und könnte auch anfangen mit, ja, ich fange damit an. Ich habe, hätte auch studieren können, wollte aber nicht, bla bla. Ich bin dann irgendwann als Kindergärtnerin, war ich Kindergärtnerin, weil ich mit gerne immer mit Kindern dabei bin. Etwas, was ich heute immer noch sehr gerne mache. Und wo ich meinen Professoren später erzählt habe auch, wissen Sie, ich habe von den Kindern genauso viel gelernt wie von Ihnen. Das hat er akzeptiert. Ja, hat er auch verstanden. Also wenn es darum geht, Sprache zu entdecken und überhaupt dieser Forschergeist, den Kinder haben, die Spiellust, die Kinder haben und das riesengroße, unerschöpfliche, kreative Potenzial, wenn man sie so lässt, wenn man ihnen den Raum dafür lässt. Und eigentlich wollte ich nur so einen kleinen Zusatzkurs machen, so mit Sprache umgehen, um noch ein bisschen mehr Anregung zu bekommen, um mit den Kindern zu arbeiten. Und da ist tatsächlich damals in Berlin die ersten Hinterhoftheater, die ersten Fabriken, die umgebaut wurden wir machen unser Theater selber. Das war damals in Berlin und das sind aus, wie gesagt, aus dem Wochenendworkshop sind ganze 3 Jahre geworden. Und dann hat mich das Theater eigentlich nicht mehr losgelassen. Und ja, das ganze Experimentieren, das ganze Forschen wollen, die Welt verstehen wollen, die Menschen verstehen wollen und sich selber vor allem auch verstehen wollen. Und ja. Ja, freies Theater. Ja, das ist natürlich ein wunderschönes Wort, vielleicht einer der schönsten Worte, die wahrscheinlich genauso viel Bedeutung haben wie die Liebe. Denn die Liebe ist noch steht noch über alles, aber Freiheit kommt da irgendwie ziemlich darunter. Und trotzdem hat man natürlich bei diesem Wort auch Bauchschmerzen, weil man irgendwie, wenn man jahrelang in der freien Szene ist, denkt man, oh Gott, Freiheit, ja. Aber wenn man das schafft, dann, oder wenn ich es schaffe, das auch wieder sagt, okay, gut, ja, aber sozusagen diese Freiheit immer wieder in sich selber entdeckt, in dem Sinne von Freiheit innerhalb der Grenzen entdecken, und da wird es dann philosophisch, dann kriegst du auch wieder die Energie und den Impuls, die dich vor allem auch in die freie Szene hineinbringt oder so, dir die Kraft gibt. Weil die freie Szene gibt dir nicht unbedingt viel Kraft, ne? Du musst dafür und das, du musst also gar nicht aufzählen, wie schwer das Leben ist und so weiter. Deswegen brauchst du etwas, eine Kraft aus dir heraus und das ist so dieser, auch wieder dieser Forschergeist, etwas bewegen zu wollen, Menschen berühren zu wollen und seine eigenen Ideen gegen andere Widerstände zum Blühen bringen, so wie so freie Zähne ist so wie Löwenzahn, ja? Der Löwenzahn wächst auch an den unmöglichsten Orten. Und der Löwenzahn schafft es auch wirklich Beton, sich da durchzu. Und er ist einfach da. Und eine unheimlich nahrhafte Pflanze. Mit seinem Gelb, wie es da steht, ja. Und übrigens für die ganzen Kaninchen und alles, was so kriecht und die Nager und so. Eine absolute Delikatesse. Also so ein bisschen so wie so ein Löwenzahn oder
vielleicht auch wie eine Birke. Die Birke ist auch ein schöner Baum, der wächst auch überall, selbst in der Dachrinne kann er bauen. Und die freie Szene, das ist immer die tun Land erobern, ja, wie die Birken. Das sind die ersten Bäume, die irgendwo auftauchen. Wenn es irgendwo eine abgerissene Fabrik gibt, irgendein Hinterhof, dann kommt zuerst der Löwenzahn und die freie Szene kommt. Und machen die als allererstes Theater, ja. Mit den, und naja, mit allen Theatern, nicht nur mit Schauspielern, sondern auch mit, ja, mit dem Nachbarn, den Kindern, den, weiß ich was, den Flüchtlingen und denen und denen und denen, irgendwie Theater und sozusagen immer da, wo Wandlung ist und der kreative Freiraum. Weil Freiheit immer wichtig ist, weil Freiheit ein lebendiger Prozess ist, ein Teil des Lebens, ein Teil, braucht man immer wieder Freiräume, in dem sich neue Dinge gepflanzt werden können, in dem neue Ideen sich entwickeln können und etwas, was man sich auch immer wieder, ja, man kann es sich erkämpfen oder man kann es aber auch in sich entdecken, man kann es auch innerhalb der Grenzen entdecken. Ich glaube, Grenzen habe ich schon mal was gesagt. Ich komme nämlich aus West-Berlin und da bin ich eigentlich auch groß geworden mit denen. Man ist so eingesperrt und trotzdem war das ein freier Ort, der viele Kreative inspiriert hat. Und diese Freiheit ist ein Prozess der Lebendigkeit. Ich sehe sie ganz wichtig. Ich sehe sie total wichtig für diese Stadt. Das ist der Nährboden für unendlich viel Kreativität, für unendlich viel Pioniertum, für unendlich viele Chancen, was in dieser freien Szene passiert. Und ich habe einen Respekt vor dem Mut und diesem Tatendrang, der passiert. Und das ist ein bisschen die freie Szene, das ist wie steh auf, Männchen, da kriegst du einen Klaps, wuff, fällt alles wieder um, tschack, am nächsten Morgen steht sie wieder auf. Ähnlich wie das Löwenzahn oder das Gänseblümchen. Die haben wir noch nicht, wa? Gänseblümchen, da kommt der Gärtner, wischt, alles weg, haha, zwei Tage später, da sind sie alle wieder da. So ist die freie Szene und so wichtig ist sie, so nahrhaft und so inspirierend für diese Stadt. Diese Stadt wäre grau, ohne die freie Szene. Und es ist wichtig, ja, wichtig, ja, natürlich ist es sehr wichtig, dass auch diese Stadt und das heißt hiermit auch die Politiker das erkennen, anerkennen, wertschätzen und denen auch die entsprechenden Möglichkeiten und Freiräume lässt und zur Verfügung stellt und auch dauerhaft mit ernährt. Genau. Also ich, die Stadt lebt mit der freien Szene. Ja, ich wünsche mir vor allem ein noch mehr Miteinander, Zeit und Raum zu haben. In der freien Szene geht mir so und bin mit vielen anderen Kollegen auch, man wird so ein bisschen so ein Einzelkämpfer, weil man hat so viel auch zu tun und zu organisieren und zu tun und machen und bleibt oft wenig Zeit, um sozusagen auch das Gemeinsame zu pflegen, das Gemeinsame zu feiern und gemeinsame Dinge zu machen. Und ich finde, das ist genauso wichtig, dieses Pflegen, dieses Gemeinsame zu pflegen, wie so, ich mache mein Ding und ja, also das wünsche ich mir für die freien Szene, dass wir dafür mehr Möglichkeiten haben und Raum und nicht so also dieses Getrieben, ja. Alles geht immer auf Kosten unserer Kreativität und unserer Kraft und wir haben so viel an Kreativität und auch so viel an Kraft. Und mehr Zeit auch wieder für Werkstätten und Laboratorien und Forschungsarbeit und dafür wieder Freiräume. Ja, und könnten wir noch mehr aus dieser Stadt machen. Und für ihre Menschen vor allem.
Ja, die letzten Jahre, die letzten 10 Jahre haben wir sehr viel Entertainment gemacht, sehr viele ungewöhnliche Orte bespielt und ungewöhnliche Inszenierungen gemacht. Im Augenblick würde ich mich sehr, sehr konzentrieren wollen, sozusagen zu den Wurzeln des Theaters zurückzukommen, im Sinne von, am Anfang war das Wort. Und allein das Wort schafft einen Raum. Und sozusagen Bewusstsein für den Kosmos von Wörtern, dass man allein in einem Wort, sei das zum Beispiel das Wort allein, macht uns sehr traurig, wir sind so allein, aber wenn du richtig guckst, steckt in diesem Wort allein schon die Antwort drin, nämlich alles ist eins. Und dieser Kosmos, der sich in Worten befindet, wenn du tief in sie hinein tauchst und die Antworten in der Frage findest oder die Antwort sogar im Wort selber findest, das ist etwas, wo ich gerne weiter forschen will und weiter Dinge machen will. Aber ich will sehr viel poetisches Theater machen. Und ich möchte, dass das poetische Theater nicht nur etwas ist, was von Professionellen, sondern ich liebe es eigentlich immer, sozusagen auf die Straße zu gehen. Auf die Straße zu gehen, in die Läden zu gehen und andere Leute, die vielleicht mit Kunst gar nichts zu tun haben, plötzlich auch anfangen, poetisch zu reden. Dass die Poesie wieder ein Teil unserer Alltagssprache ist. Ich behaupte, dass die Poesie, wir brauchen Essen und Trinken für unseren Körper und für Geist und Seele. Und wir brauchen vor allem auch die Kunst und in diesem Fall auch die Poesie. Sie ist Nahrung für unsere Seele. Und man kann ein bisschen an Essen sparen, ein bisschen an Trinken, auch ein bisschen an Kunst. Aber wenn du es ganz wegrationalisierst, weil du glaubst, dass du es nicht brauchst, wirst du verhungern, wird deine Seele verhungern. Und ich glaube, dass so Menschen, die vielleicht in extrem schwierigen Lebenssituationen waren, weil, was ich was, so verschüttet, bla bla und irgendwas, aber dass es manchmal ein Wort war, vielleicht auch ein Gedicht oder ein Lied, das ihnen die Kraft gegeben hat, am Leben zu bleiben, selbst in schwierigen Situationen. Und diese Wertschätzung oder das Erkennen dieser Kraft, die in Worten liegt, auch in einfachen Worten, ja, da möchte ich gern die nächsten Jahre so meinen Fokus drauf setzen. Ja, man findet mich im Internet, das ist ja zweites Zuhause heute. Mein Zuhause im Internet ist, da gibt es zwei Zuhause, einmal wie Ulla Livera eingeben und das andere ist www.diedelikaten.de. Da findet man einen großen Abriss, was wir die letzten Jahre gemacht haben, worauf, was wir noch alles vorhaben. Genau, da findet man mich. So, und in der Stadt findet man mich, also außerhalb des Internets findet man. Und früher waren wir sehr viel in Schlössern unterwegs und Herrenhäusern. Im Augenblick sind wir sehr viel in Niedersachsen unterwegs, in Gasthöfen und Hotels und so etwas. In der Stadt Hamburg findet man uns bei Straße der Poesie, bei den Projekten. Inzwischen ist aus diesem Hamburger Projekt auch ein internationales Projekt geworden. Wir waren in Paris, wir wollen nach Marseille und viele andere Dinge noch vor. Dann findet man uns auch in den Läden, in den Hamburger Läden, nämlich Läden der Poesie, wo wir internationale Kunst machen, mit polnischen, mit russischen, mit griechischen, wir haben Spanisch, wir haben Italienisch, wir haben amerikanisch, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, und das wird immer ein persisches Programm haben wir auch gemacht, und das machen wir in Läden, beim Obstladen, beim Schuster, machen wir die große Poesie der Welt. Lassen wir dort zu Wort kommen, auch hier wieder die Idee, das wieder ein Teil in unseren Alltag zurückzuholen. So, und im Sommer findet man uns in den Parks von Hamburg. Wir werden dieses Jahr Sommernachtstraum machen, im Stadtpark, im Volkspark, im Jenischpark und bestimmt an 8 verschiedenen Orten werden wir das machen. Sommernachtstraum ist Picknicktheater, jeder bringt seinen Picknickkorb mit und dann machen wir
mit der Naturkulisse unser Theater. Zwischen du und ich, dem einen und dem anderen, dem Tag und die Nacht, Geheimnis und Wandel. Zwischen davor und danach, oben, unten, gestern, morgen, Freiheit und Liebe. Zwischen all dem und doch dem einen, zwischen einem Schneckenhaus und einem Palast, zwischen Vater und Mutter, Freude und unendliche Kraft.